halte den Herbert Heiner für einen Mann, der für diese Position absolut perfekt geschaffen ist. Er ist ein Mann des Sports, er hat viel Ahnung vom Sport, er hat viel Ahnung von der Wirtschaft, er hat ein Weltunternehmen wie Adidas geführt und hat bewiesen, dass er das kann. Und einer, der Adidas führen kann, der kann auch den FC Bayern führen. Das erfüllt mich mit Stolz und auch mit Ehre, dass Uli Hoeneß mich für das Amt als sein Nachfolger ausgewählt hat und mich den Mitgliedern empfohlen hat. Ich werde mein Bestes tun, meine Erfahrung, die ich aus meinem langen Wirtschaftsleben habe, mit einbringen und natürlich meinen Enthusiasmus und meine Leidenschaft für Fußball. Und ich kann jedem nur versprechen, dass ich alles tun werde, um den FC Bayern München auch weiterhin auf dieser Erfolgsspur, in der die letzten 20, 30 Jahre war, weiterzuführen. In einem Wirtschaftsunternehmen geht es natürlich weniger emotional zu wie auf einem Fußballfeld, das ist ganz klar. Und hier hat man jedes Wochenende Erfolg oder Misserfolg, je nachdem wie das Spiel gerade ausgeht. Aber ansonsten muss ein Fußballclub auch geführt werden wie ein Unternehmen, ganz egal ob es in der sportlichen Professionalität ist oder in der wirtschaftlichen Tatkraft. Der Präsident gibt die Leitlinien vor, arbeitet an der Strategie mit und guckt, dass der Club im Sinne der Mitglieder auch geführt wird. Uli Hoeneß war da ja ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und das ist sicherlich, was ich auch weitermachen will, weil ich weiß, dieser Club, das sind die Mitglieder, die haben diesen Club gegründet. Die sind da jeden Samstag draußen im Stadion bei Wind, Wetter und allen möglichen Bedingungen und feuern den Club an. Und ich glaube, das muss man eben sicherstellen. Ich glaube, dass es heute wichtig ist, dass man diese Balance zwischen sportlichem Erfolg, wirtschaftlicher Prosperität und auf der anderen Seite auch Nähe und Heimat für die Fans, diesen Spagat finden muss, der natürlich in der heute und in der Zukunft immer schwieriger wird. Diesen Dreiklang herzustellen, das wird sicherlich eine meiner Aufgaben sein und das auch weiter zu führen. Und den FC Bayern München auch so zu führen, dass er in 15 Jahren noch sehr, sehr erfolgreich ist. Ich meine, wir haben das große Glück, wir alle, dass wir für einen der erfolgreichsten Clubs in der Welt arbeiten dürfen. Und das alleine ist schon Belohnung genügend und ich werde das mit aller meiner Leidenschaft und mit meiner Tatkraft tun.